Krachende Warnniederlage vor allem von FDP und Grünen bei den jüngsten Landtagswahlen in Brandenburg sowie der kompletten Wahlniederlage aller Ampelparteien bei den zwei vorangegangenen Landtagswahlen fordert Sarah Wagenknecht nun den Rücktritt der ganzen Regierung. Ich würde sagen, wir schauen mal rein, mit welchen Argumenten sie das tut. Ich bin gespannt. Ich begrüße Sie auch herzlich. Und es ist ja sichtbar, dass die Wahlen in Ostdeutschland, also jetzt auch die Wahlen in Brandenburg, natürlich auch Erschütterungen hier auf der Bundesebene hervorrufen. Und das zu Recht. Ich denke, die Wahlen waren sehr deutlich eine Ohrfeige an die Ampelparteien, aber eigentlich auch an die Bundes-CDU. Und die Wahlen haben sehr deutlich gezeigt, dass die Menschen es einfach leid sind, immer wieder Parteien zu wählen, die ihr Leben verschlechtern. Und warum auch für die CDU? Also es ist ja schon bemerkenswert, dass überall dort, wo Ministerpräsidenten erfolgreich waren, sie das eigentlich nur deswegen waren, weil oder nicht nur deswegen, aber auch deshalb waren, weil sie sich von der Bundesebene abgegrenzt haben. Also bei Herrn Woidke war das nun sehr deutlich spürbar, dass er also Herrn Scholz nicht in Brandenburg haben wollte, dass er auch oder nicht. Naja, bei Kretschmer war das auch schon ziemlich deutlich. Vor allem bei der Russlandpolitik schießt er dauernd quer, was die CDU-Linie angeht. Also CDU-Politiker auf Bundesebene gehören zu den wirklich fanatischsten Kriegstreibern, die es überall gibt. Und Kretschmer hat in Sachsen schon immer sehr viel moderatere Töne angeschlagen, das muss man schon sagen. Und sonst wäre Kretschmer in Sachsen auch nicht Wahlsieger geworden. Also im Osten will die Mehrheit Frieden mit Russland und die CDU ist nicht auf dieser Linie. Dementsprechend muss ein Ministerpräsident, wenn er erfolgreich sein will, da eine andere Linie fahren. Nicht er, aber aus seinen Reihen die Empfehlung kam, Frau Esken und Herr Kühnert sollten doch ihre öffentliche Präsenz reduzieren. Aber auch bei Herrn Kretschmer, der ja auch einen erfolgreichen Ministerpräsidentenwahlkampf geführt hat, war es ja keineswegs so, dass dort Herr Merz in der vorderen Reihe stand, sondern auch hier jemand erfolgreich war, der sich von der Bundesebene eher abgegrenzt hat. Und ich finde, das sollte man ernst nehmen. Vor allem aber natürlich sind die Wahlen ein Signal gewesen und daran ändert auch Brandenburg nichts, ein Signal an die Ampel, dass diese Regierung im Land wirklich überhaupt keinen Rückhalt mehr hat. Da braucht man nicht nur die Umfragen, dass exakt 0% der Bevölkerung diese Regierung fortführen wollen, sondern man muss ja einfach auch schauen, wie diese Parteien abgeschnitten haben und speziell eben auch Grüne und FDP jetzt nochmal in Brandenburg pulverisiert wurden. Man muss ja auch deutlich sagen, also eine Partei, die ja weniger Werte hat oder weniger Zuspruch als die Tierschutzpartei, die sollte eigentlich wirklich nicht länger als Regierungspartei unser Land mitführen und gestalten, also sprich die FDP. Die Frage ist jetzt, ob die Ampel. Ja, hier kriegt Christian Lindner mal wirklich die verdiente Quittung für seine katastrophale Wirtschaftspolitik. Also unsere energieintensive Industrie wandert ab. Die gesamte Industrie befindet sich schon seit einigen Jahren im Niedergang und Christian Lindner verschärft all das durch seine absurde Sparpolitik, von der ein Sektor ausgenommen ist, nämlich die Rüstungsindustrie. Die Rüstungsausgaben, die explodieren nämlich unter Christian Lindner. Da stört auch dann keine Schuldenbremse. Die Schuldenbremse, die stört nur bei Investitionen in unsere Infrastruktur oder Ausgaben für Rente und Soziales. Sich entsprechend diesem Wählervotum ja, das auch ernst nimmt und vielleicht sagt, so wie wir jetzt können wir nicht weitermachen und wir machen den Weg frei für Neuwahlen. Die Diskussionen sind im Gange, in der FDP, glaube ich, ernster als bei den Grünen ja offenbar gar nicht. Da überwiegt ja der schlichte Machterhalt und die Angst um gewonnene Mandate. In der FDP gibt es zumindest eine gewisse Debatte, habe ich das Gefühl. Nur man müsste natürlich wirklich auch an diese Partei appellieren, doch noch den Rest ihrer Würde zu behalten und die Reißleine zu ziehen. Ob das dazu kommt, weiß ich nicht. Man hat ja doch das Gefühl, dass auch hier die Beharrungskräfte sehr, sehr stark sind. Aber Herrn Lindner kann man wirklich immer nur daran erinnern, was er doch sehr weise einmal gesagt hat. Nicht regieren ist besser als schlecht regieren. Also wenn sich in der FDP der ein oder andere an dieses Motto erinnern sollte und uns das erspart, mit dieser Ampel noch ein Jahr konfrontiert zu sein und noch ein Jahr zu erleben, wie die Ampel unser Land herunterwirtschaftet, das wäre doch eine sehr, sehr positive Erfahrung. Naja, also
Es wäre erstmal gut, wenn es Neuwahlen gäbe und dafür die Ampelparteien abgestraft würden. Aber wie es aktuell aussieht, würden davon zwar das BSW und die AfD profitieren, aber auch die CDU. Und die CDU, die will ja nichts ändern. Der nächste Kanzler würde somit wahrscheinlich Friedrich Merz heißen und unter dem Kanzler Merz würde es wahrscheinlich genauso weitergehen wie jetzt unter Olaf Scholz.